Hallo Matthias. Hallo Sven. 1984. Wo warst du 1984? Du warst circa 2 Jahre alt, wenn ich das richtig zusammensetze. Und ich war schon 4. Also quasi warst du doppelt so alt? Ja, genau. Also fast das Doppelte. Nee, wo warst du denn? Weißt du das? Kriegst du das zusammen? Also ich muss sagen, es fällt mir schwer, mich chronologisch zu erinnern, weil sich irgendwie Jahrzehnte so zusammenschieben und verdichten in so einem Grundgefühl. Aber 1984, da bin ich 18 Jahre alt geworden und war immer noch im Kreis Unna unterwegs. Bin dann zur Schule gegangen, weil ich spät eingeschult wurde, war ich weit entfernt vom Abitur. Und habe das getan, was alle getan haben. Ich habe hässliche Klamotten getragen, habe mich politisch für aufgeklärt gehalten und habe so mein Leben gelebt. Aber das heißt, Volljährigkeit ist doch irgendwie denkwürdig. Wir machen gleich die ganz wichtigen historischen Sachen. Aber Volljährigkeit ist doch, bist du nicht dann direkt von zu Hause weggelaufen und du wolltest auch in der Schule bleiben, oder? Bist du nicht immer noch in der Schule? Das war für mich ganz wichtig, dass ich da niemals rauskomme. Ja, verstehe. Ich bin in die Hochschule überführt worden und gehe dann auch genau ins Seniorenheim der Uni. Ich fand das gut in der Schule. Ich bin gern zur Schule gegangen, ja. Okay. Ja, ich war da ja schon weg von zu Hause. Aber ich bin ja auch schon viel älter als du. Ich war da ja schon, glaube ich, in so einer Paragraph 5 Wohnung. Das kennt man heute nicht mehr, ne? Ein Paragraph 5 Schein, den man brauchte, um Sozialwohnungen zu beziehen. Ich freue mich, dass Clemens wieder heute zuhört und viele Dinge hört, die er noch nie gehört hat. Also ich hatte 40 Quadratmeter Klo über dem Flur, einen minderjährigen Bruder noch in der Wohnung. Das war ganz schön. Aber ich bin ja, wie gesagt, auch schon 100 Jahre älter als du. So. Erzähl mal mehr, jetzt hast du mich ja schon ausgefragt, wo war denn das und wieso bist du ausgezogen? Schön, weil ich das in der Schule nicht so gut fand und auch nicht zu Hause. Und das war im schönen Hamburger Vorort Harburg, dem Arbeiterviertel. Und ich wohnte dann direkt neben Mohammed Atta. Das hat mich wahrscheinlich, also der wohnte da noch nicht, erst 15 Jahre später. Aber es war so um die Ecke, am Kiosk vorbei und da wohnte dann Atta. Wollen wir vielleicht noch sagen, wer das war? Das war nicht der Erfinder eines berühmten Scheuermittels, sondern... das war später, ja. 2001 hat er wohl eine Rolle gespielt bei einem Jahrhundertverbrechen und ging dann später auch um 2000 auf die Technische Universität Harburg, da wo ich ja um die Ecke wohnte. Aber es verschiebt sich wie bei dir, also die 10 Jahre sind immer so eins, die ganzen 80er. Fällt dazu ein bisschen was ein zu 84. Fällt dir spontan was ein? Also ja, ganz viel. Also Orwell natürlich. Ja. Technik. Aber einiges fiel mir nicht spontan ein. Das ist so ein bisschen dieses, was einem so als Rahmen irgendwie immer selbstverständlich ist, was man nicht für erwähnenswert hält, wo man aber dann, wenn man es dann explizit benennt, dann sagt, ach so, so war das. Also zum Beispiel war Deutschland damals noch, bestand noch aus 2 Staaten und die Hauptstadt war Bonn und nicht Berlin im Westen, ne, die Hauptstadt. Und die Bundeskanzlerin war nicht Angela Merkel, obwohl man sich das ja kaum vorstellen mag, sondern das war Helmut Kohl, der damals ja infolge einer, du erinnerst dich, geistig-moralischen Wende, erinnerst du dich? Ja, stimmt. Ja, an die Macht gekommen ist, die Wende, ne? Also es ist wohl der Misstrauensvotum gegen die sozialliberale Regierung, die FDP ist übergelaufen zur CDU und ja, man hat dann versucht, Deutschland auf ein neues Gleis zu stellen und ich glaube, dir das Prinzip der Moralität zurück in die Politik zu bringen, was dazu führte, dass man, glaube ich, Privatfernsehen gegründet hat mit vielen Pornokanälen und, glaube ich, in der Flick-Affäre auch die Parteienkorruption auf ein neues Level gebracht hat. War das 84? Nee, das war vorher. Oder? Nein, gar nicht moralische Wende, das war früher. Aber ich wollte nur sagen, dass das hier so ein neuer Akzent angeschlagen wurde für das Jahrzehnt.
durch die liberal-konservative Regierung. Mhm. Privatsender waren aber tatsächlich 84. Also da ist das große Glück von RTL über uns gekommen. Denn da haben die angefangen zu senden. Ich habe nur, als wir über dieses Format generell sprachen und dieses Jahr, habe ich so gedacht, man kann 84 eigentlich ganz gut anmoderieren mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen gegen ein Nachbarland. Dann könnte man da noch ein bisschen was, wie du sagst, Orwell muss man, glaube ich, erwähnen und vielleicht auch noch die ersten kommerziellen Olympiade, die ersten Sommerspiele, die komplett kommerzialisiert waren, was es vorher nicht gab und natürlich ohne Beteiligung der Russen. Da dachte ich nur, wenn man so zurückgeht und sagt, unser Freund Clemens, der uns zuhört, das ist ja für den lange vor seiner Geburt gewesen und für uns ist es ja auch schon 40 Jahre her. Ich finde nur die Parallele ganz interessant, weil man ja sagen muss, heute würde ja die, Russland grenzt ja nicht mehr an Afghanistan. Es war nämlich tatsächlich der Russland-Afghanistan-Krieg. Nicht nur die Amerikaner sind da einmarschiert, sondern vorher auch die Russen. Die haben auch schon probiert, dort Brunnen zu graben und Mädchenschulen einzurichten. Richtig. Oder? Auch die Russen wollten schon Afghanistan von den Taliban befreien und haben ja damit schon 1980 angefangen. Was vielleicht keiner mehr weiß, ist, dass, wie gesagt, Russland damals noch an Afghanistan grenzte. Ja, darf ich vielleicht nochmal eine kleine Frage stellen? Ich meine, das ist ja in der Vergangenheit, verklärt man ja so einiges und vertut sich auch. Aber hieß das damals überhaupt Russland oder war das nicht die UdSSR? Ja, das war die UdSSR. Wir befinden uns auf dem schmalen Grat zwischen Menschen in unserem Alter, die das alles wissen und anderen, die vielleicht auch zuhören. Ja, es hieß UdSSR und waren ja sozialistische Republiken, die zusammen dieses große Riesenreich gebildet haben. Ein Siebtel, glaube ich, der Landfläche der Erde. Heute, in der Tagesschau-Karte immer so ein bisschen kleiner dargestellt, damit die USA nicht so jämmerlich aussah. Ein bisschen, da war man von der Maßstabsgerechtigkeit ja noch ein bisschen anders orientiert, ne, oder? Ja, heute ist aber immer noch so, ne? Dass die Deutschland ist so der Mittelpunkt der Welt und deutlich größer als Florida. Also, das ist ungefähr die Größe. Ja. Nein, heute ist das meines Wissens, also wenn ich zur Schule ginge, müsste ich wohl lernen, dass die Staaten da unten, Turkmenistan und Usbekistan und so weiter, sind ja unabhängig. Aber nochmal, ich fand das, es ist unheimlich weit weg, es ist 40 Jahre her und trotzdem hatten wir eine vergleichbare Situation, dass die Russen völkerrechtswidrig irgendwo reinmarschieren. Und? Ja, aber wir hatten eine etwas andere Konstellation, wenn ich das noch anbringen darf. Insofern, als wir ja aus einer anderen Vorgeschichte in diese Kriege gegangen sind, nämlich aus dem Kalten Krieg heraus. Wir hatten das atomare Wettrüsten, wir hatten die Abschreckungsdoktrin als Politik der Friedenssicherung, auch die entdeckt man ja nach wie vor jetzt zurück, ne, diesmal von der grünen Seite her. Und ich erinnere mich noch, dass wir damals im Literaturkurs, ich glaube, das war sogar 1984, mussten wir ein Theaterprojekt machen und ich war maßgeblicher Autor dieses Projektes und wir haben die Show Am Ende der Welt produziert. Das heißt, die Konstellation war folgende. Es sollte ein Elternabend stattfinden irgendeine andere Veranstaltung, eine normale Show. Und dann kommt halt raus, dass die russischen SS-20-Raketen gestartet sind, glaube ich, von Moskau. Und wir hatten jetzt, glaube ich, die Sendezeit war jetzt genau bis zum Einschlag der Raketen. Und wir wollten diese Sendezeit überbrücken mit einer Revue. Ja. Also das heißt, der Gedanke der atomaren Abschreckung führte zu einer doch präapokalyptischen Stimmung in der Bevölkerung, wie vieles andere auch. Und da waren natürlich solche Konfrontationen wie Afghanistan und so weiter, hatten nochmal einen ganz anderen Kontext, während wir ja danach ja diese Friedensbewegung und Glasnost und Perestroika hatten und dachten, es gibt wieder eine Annäherung, hatte man doch eine etwas andere Stimmung damals, oder? Aber jetzt sortierst du das zu Recht in so einen größeren Zusammenhang ein. Also ich glaube, die Stationierung war dann des NATO-Doppelbeschlusses. Ja. Das war, glaube ich, dann unser Protest dagegen. Das war ja ein bisschen vorher. Das war Anfang der, ich glaube, 79 bis. Und 83 sind die Pershings dann tatsächlich stationiert worden in Deutschland. Also dass wir mittendrin waren, wie du sagst, dass die Gefahr
Zumindest. Also das ist aber schon ein Kontext, ne? dass man sagte, wir sitzen im Grunde auf dem Pulverfass. Der Begriff Overkill war ja damals ganz populär, dass man sagt, also wir haben genug Munition, um die Menschheit mehrfach auszurotten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Und auch der Spruch Petting statt Pershing, ja, ist heute unvorstellbar, oder? Ja, das versteht ja heute keiner mehr. Aber wenn man heute zuhört, niemand dann weiß mehr, was ein Pershing ist, oder? Eben. Pershing ist doch dieses, wenn man sich so Metall ins Gesicht macht, oder? Richtig. So Stirn und so. Ja, ja, das heißt es nicht Peeling? Naja gut, also Petting statt Peeling. Nee, Pershing statt Peeling. Na gut, also irgend sowas. Nur nochmal, es ist so lange her. Also ich versuche immer noch zu verstehen, dass ich über 40 bin und es ist ja 40 Jahre jetzt so heute, wo wir senden und es ist unheimlich lange her. Ach shit, ich dachte, das wäre gestern. Na ja, ja, es kommt mir auch so vor, aber ich merke, wenn wir mit jüngeren Menschen sprechen und die auch mal zuhören, manchmal, also ich verstehe, dass sie nicht zuhören, weil sie so alt sind, aber ich finde es verblüffend, wie wenig sich getan hat. Also, oder vielleicht hat sich zwischendurch was getan. Können wir ja mal gerne verhandeln. Aber die Stimmung ist ja nicht so viel anders als damals, oder empfindest du das so? Also. Na, ich sehe es schon. Also, ich habe mal versucht zu gucken, was anders war vom Empfinden her. Also, das betrifft zum einen die Möglichkeit, an Informationen zu gelangen. Mhm. Also, was wie Printmedien hat eine viel größere Bedeutung. Auch die Tageszeitung wurde stärker rezipiert. Dann gab es, ja, bis dann eben RTL und das Kabelfernsehen kam, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, vor allem diese drei öffentlich-rechtlichen Sender. Ich weiß nicht, ob die schon rund um die Uhr sendeten. Da gab es ja dann nachts auch schon noch ein Testbild. Ich weiß nicht, wann das aufgelöst war. Ja. Internet war noch aus Holz. Da war nicht viel mit anzufangen. Das stimmt. Erste E-Mail 1984. Ja. Erste E-Mail nach Deutschland. Hat 6 Stunden gedauert, sie zu öffnen. Also gut, ja. Haben die keinen Brieföffner gefunden? Oder wie? Genau, nee, die sind ins Bett gegangen. Nachdem sie ins Bett gesendet wurde aus den USA. Ja. Ja. Also das war für mich ein wesentlicher Unterschied, was nicht heißt, dass damals die Welt besser war oder die Nachrichtenqualität höher, aber vielleicht war das Verhältnis zwischen medialer Wirklichkeit und selbst wahrgenommener Wirklichkeit auch nochmal ein anderes. Dann habe ich das Gefühl, dass es einen größeren Realismus gab im Hinblick auf etwa die menschlichen Körper. Also es gab Frauen und Männer, es gab Homosexuelle, die man als solche nicht erkannt hat. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass zum Beispiel Freddie Mercury schwul sein könnte. Ja? Mhm. Oder aber das gab es natürlich alles irgendwie. Dann hatten die Menschen noch nicht diese wunderbaren tollen Zähne. Ja, durch diese Schönheits-OPs waren die Ausnahme, man hat die Leute verlacht. Wobei es begann mit Schulterpolstern und sonstigen Körperattrappen, die sich in der Mode dann bemerkbar gemacht haben. Also das ist, glaube ich, der Beginn von ganz vielem in den 80er Jahren. Also eine gewisse Künstlichkeit und eine Amerikanisierung der Welt vielleicht. Meinst du nicht, dass das schon vorher war? Ich will dich nicht korrigieren, aber nee, ich bin auch. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht in Hamburg-Harburg im Tennisclub mit Porsche vorgefahren bin. Mit der, mit Porsche. Wie heißt diese Fünferwohnung da? Paragraph 5 Schein hieß das. Paragraph 5 Schein. Ja, für Arme. Muss ich mal nachgucken, ob du mir da nicht Blödsinn erzählst. Vielleicht ist das auch irgendwas anderes noch. Paragraph 218 Schein. Ja, ich glaube, das ist ein anderes Jahr. Ach so. Jetzt hast du aber ja, an welcher Stelle meinst du denn, vertue ich mich? Also, dass es Männer und Frauen gab, würdest du bestreiten? Nee, das würde ich recherchieren dass die wollen. Auch noch das glaube ich, dass das so war. Ich, mit den Schulterpolstern würde ich wahrscheinlich schon noch ein Jahr zurückgehen oder zwei in 82. Ja, ich weiß nicht. Ich versuche jetzt so überhaupt diese Epoche insgesamt zu beschreiben. Nee, das ist jetzt nicht keine genaue Datierung. Ich bin ja nicht als Historiker, sondern als biografisch betroffener Mensch. Ja, ich verstehe schon. Für dich schnürt das alles zu einem Jahr zusammen. Also so 81 bis 89, oder? Und ich bin du hast ja gefragt, was ist der Unterschied zu heute? Mhm. Und ich glaube, dass da auch eine gewisse Naivität noch eine Rolle spielt. Wobei auch mein Vater damals schon sagte, als das Kabelfernsehen kam, das war, glaube ich, damals die Diskussion, das war wirklich 84, das würde er niemals haben wollen, weil man damit abgehört werden könne. Und es gäbe ja eben nicht nur diesen Zubringerkanal, sondern auch den Rückkanal. Da war Ingenieur, meine Mutter und ich hielten ihn für bescheuert. Und wir wollten natürlich Kabelfernsehen haben, weil wir die ganzen neuen Sender haben wollten. Aber da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht gehabt, da mit den Befürchtungen, dass das eine Form von Vernetzung und Eindringen in die Privatsphäre ist,
wo man sagen müsste, wäre den Anfängen. Aber wir waren natürlich scharf auf das RTL-Fernsehen. Ja, aber das, die ganzen neuen Sender war erstmal tatsächlich nur RTL. Ne? Und dann kam Sat.1, wenn mich nicht alles täuscht. Es waren dann noch nicht so viele, nicht wie heute 1409. Es waren, glaube ich, nur wenige. Aber es war natürlich der Untergang des Abendlandes. Ja, und er hatte recht. Ja? Ja. Das ist das, was mich im Nachhinein sehr ärgert, weil ich ihn ja immer ultra konservativ und spielverderberisch fand. Aber er hatte recht. Mhm. Naja, aber diese, nochmal, ich muss erwähnen, wir sind beide, glaube ich, auch Väter und wir haben Töchter und du hast dann auch Söhne, die im Alter sind, so von unserem Regisseur heute, von Clemens. Und das hat ja für mich eine Bedeutung, dass ich plötzlich sage, das ist tatsächlich ganz, ganz weit weg, was wir hier gerade erzählen. Es gab eine Zeit, in der es dann nur 3 Programme gab, dann wurde nachts die Nationalhymne gespielt und danach gab es ein Testbild. Und das hörte ja tatsächlich erst auf mit 1984. Unvorstellbar aber war, und es gab keine E-Mail, es gab kein Internet. Wir mussten uns tatsächlich irgendwie treffen, also auch vorher schon, um irgendwelche Doppelbeschlüsse doof zu finden, auf die Straße zu gehen. Das ist sicherlich ein großer Unterschied zu heute. Also die Kommunikation lief ein bisschen anders. Wir hatten Festnetztelefone mit Wählscheibe. Mhm. Sehr moderner Haushalt, ich weiß nicht, ob sie die Zeit schon gehabt hatten, so Tasten. Tasten, ja. Würde ich jetzt nicht beschwören wollen, dass wir sowas schon haben. Ich weiß, dass das Telefon nicht in meine Tasche passt und ich konnte es auch nicht mitnehmen. Also hätte ich machen können, aber es hätte mir nicht viel genutzt auf dem Weg zu Mohammed Atta. Es gab aber, wenn ich das, erinnerst du dich an die damalige Hungersnot? Weil das fiel mir dann auf, als wir meine Mutter hatte mal vergessen einzukaufen, wir haben da gesessen. Ja, das ist so ein bisschen auch eine Parallele. Wir haben ja jetzt eine, die wir gerade offensichtlich abwenden in dem Jahr, in dem wir gerade sprechen, im Jemen und anderen Ländern. Das wird uns hoffentlich gelingen. Damals gab es sowas auch schon, vor 40 Jahren, in grauer Vorzeit. Da war es nämlich auch in Afrika unschön. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass dich das tierisch genervt hat. Also nicht, dass es den Afrikanern schlecht geht, aber dass plötzlich... Das finde ich okay. Ja. Nein, ich fand es natürlich auch ganz schrecklich. Es gab dann, auch das war glaube ich zum ersten Mal so, dass die Popstars dieser Erde sich dann zusammenfanden und jetzt was ganz Tolles für die hungernden Menschen in der dritten Welt machen wollten. Und du, ich habe das tatsächlich, weil ich ein alter Mann bin, dem die Platten runterfallen. Darf ich das mal zeigen? Darf ich meine Platte ins Bild halten? Sag nochmal für die jungen Leute, was eine Platte eigentlich ist. Eine Platte ist eine Langspielplatte, die sieht so aus. Ich hoffe, man sieht sie jetzt. Und ist größer als eine CD und größer als ein iPhone. Das ist ein materieller Datenträger, der im Analogen so Rillen hat, die das... durch die so eine Nadel kratzt. Genau. Und dann wird da so Schall übertragen über einen Verstärker in so Lautsprecher oder auch Boxen. Das ist nicht hauen, genau. Leute hauen, sondern man hat eine Stereoanlage, ja. Mhm. Und da haben sich Menschen zusammengefunden. Sag mal, wer dabei war? Alle. Also so keiner, die heute keiner mehr kennt. Bob Geldof und Boy George und diese ganze Gutmenschen-Schickeria. Ja. Boah. Und nur ich. Boah. Ich war ja zwar älter als du, aber auch viel naiver. Und ich fand das ja irgendwie ganz schön gut, dass die jetzt, guck mal hier, 2 Mark für die Äthiopien-Hungerhilfe gab es dann von der Platte, steht da drauf. Aber dich hat das genervt, schon damals oder ist im Nachhinein? Ja, ich weiß nicht mehr genau. Wahrscheinlich fand ich es auch irgendwie gut. Ich fand das Lied doof. Ich fand das wirklich richtig scheiße. Wir verlinken das. Do They Know It's Christmas. Ja. Sie kennen sogar junge Menschen. Und ansonsten hat es mich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen auch moralisch erregt, weil ich ja damals noch, vielleicht doch noch naiv, aber heute, es ist der Stoff, aus dem so Figuren wie Bono entstanden sind. Bono war auch dabei. Diese ganze... Das muss ich echt noch loswerden. Also dieses ganze soziale Engagement von Leuten, die dann um die Welt jetten, das Klima retten und bla 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 bla. Das ist eine autoerotische Handlung auf Kosten von Leuten, denen es schlecht geht. Ich meine, dann sollen sie doch Musik machen und das Geld einfach so spenden, ohne sich da irgendwie jetzt drauf zu profilieren. Also das finde ich ekelhaft. Es ist widerlich. Mhm. Aber das hat auch damals angefangen, oder? War das vorher auch schon mal so? Nee, das war für mich. Da gab es bestimmt schon Charity-Sachen vorher, aber jedenfalls nicht in dieser Form.
Ja, ich meine, das wollte ich auch noch zeigen. Das ist, ja. Das ist auch noch so eine Platte, so heißt das. Das war dann die deutsche Antwort. Zeig mir, wer ist alles dabei? Das sollte man alles sehen herrlich. Können. Alpha Will, ja. Ina Dete, Extra Breit, Geier, Sturzflug, Gitte. Ja, ja, du siehst da oben, Herbert, da gab es sogar 3 Mark. Ja. Ja, das war ja ganz Ja, man muss ja sagen, das hat ja dann schließlich auch den Hunger in der dritten Welt besiegt, diese Platte. Das ist ja wie bei einem Klimawandel. Wenn die Deutschen es anpacken, dann ist es erfolgreich. Mhm. Ne? Oder? War doch so. Ne? Weiß man eigentlich, ob das irgendeinen Effekt hatte? Was? Dieses mit dem Bekämpfen des Hungers in der dritten Welt ja. durch eitles Gesinge? Ja. Bestimmt. Also bei 3 Mark pro Platte. Und das hat doch bestimmt Hunderttausende von verhungernden Kindern gerettet. Ich habe hier mal reingeguckt und mal sehr zur Belustigung meiner Familie und meiner Tochter, auch gerade in das deutsche Stück, das ja von wirklich beeindruckender, erbarmungsloser Ernsthaftigkeit ist. Du meinst, man kann es fast kaum ohne Fremdscham angucken? Oder? Es ist unmöglich. Also auch im Vergleich zu den Internationalen, die ja zumindest ein bisschen Optimismus und Frohsinn versuchen, auch wenn du den Song schlecht fandst von Bob Geldof. Es gab dann Anfang 85 auch noch dieses We Are The World, du erinnerst dich vielleicht? We Make The Children, ja. Nicht We Make, We Are. Also. Aber das war ja auch ein Michael Jackson, niemand weiß noch, wer das ist. Ich erinnere die jüngeren Zuschauer, Michael Jackson war so ein Popstar damals und das war mit einer leicht unvorteilhaften Neigung zu jüngeren Menschen. Das gehört doch überhaupt nicht hierher. Doch, doch, doch. Erinnerst du dich, dass Michael Jackson 1984 gebrannt hat? Ja, ne? Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Die ganz schlechte Idee, mit Pomade in den Haaren einen Feuerwerksspot für Pepsi zu machen. Stimmt. Meines Wissens musste er danach eine Hauttransplantation machen und war dann weiß. Aber vielleicht so, erinnere ich da auch was falsch. Nein, das war anders. Der war ja bei der Olympiade dabei und da ist ja dieser Raketenmann mit dem Raketenrucksack gestartet. Und er hat Michael Jackson angezündet. Ja, jetzt wird es gut mit den Erinnerungen, die überhaupt nicht durcheinander gehen. Ja, na gut, ich wollte nur sagen, also es gab dann ja noch den amerikanischen Beitrag zum Retten der Kinder auf der ganzen Welt und das war zumindest etwas fröhlicher als das deutsche. Aber damals hat schon, und da habe ich eine der Beteiligten, Ulla Meinecke, an die sich niemand erinnert, bei Formel 1, woran sich auch niemand erinnert, moderiert von Ingolf Lück, woran sich auch keiner erinnert. Natürlich erinnere ich mich daran. Da hat schon Ulla Meinecke einen sehr ernst gemeinten Appell gerichtet an die Industrie, weil wenn die Künstler schon all ihre Honorare abgeben, dann könnte ja der Handel und die Industrie auch mal mitmachen. Da ist so leise, so ein Lachen vom Band, von der Industrie. Hat sich nicht viel geändert. Gut, jetzt warst du schon in Los Angeles. Entschuldige, dass ich so lange auf den Songs rum. Nein, gar nicht, aber jetzt möchte ich ja wissen, hattest du irgendwelche Kontakte zu Formel 1 oder? Zu was? Zur Formel 1? Nee, zu Ingolf Lück? Zu Ingolf Lück und so, hast du dann wieder mitproduziert oder so irgendwas? Nee, nee. Damals? Ja. Da war ich 2. Ach, Quack, ja. Nee, da war ich 20. Nee, mit der Olympiade, ich wollte ja gar nicht groß drauf eingehen, aber willst du noch ausführlicher? Weil das ist natürlich schon noch ein Ding. Diese große Olympiade, da durften dann die Russen nicht kommen. Und es war irgendwie alles futuristisch. Und Michael Groß war, glaube ich, ganz gut, ne? Oder täusche ich mich da? Mhm. Ja, das ist ja sicherlich jetzt irrelevant für junge Menschen. Aber nochmal beim Zurückblick: Es gab da Carl Lewis, also jetzt nur für die Älteren. Nur mal kurz zur Erinnerung: Wo wart ihr damals? Carl Lewis hat, glaube ich, viel gewonnen. Es gab einen gewissen Herrn Jürgen Hingsen. Erinnerst du dich? Selbstverständlich. Daley Thompson, Jürgen, also der ewige Verlierer Jürgen Hingsen. Nee, er war aber auch schon so ein Testosteron-Klops, oder? Ja. Und hat dann versucht, irgendwas zu... Der letzte deutsche Mann, ja. Hm? Ja, aber der Rocketman, an den erinnerst du dich. Und ich, nochmal, für mich ist das nur in Erinnerung geblieben, weil wir haben da ja auch eine Medaille gewonnen bei den Winterspielen vorher. Also wir haben am Eiskunstlaufen gewonnen, daran konnte ich mich erinnern. Und dann, Marika Kilius. Dann fiel mir nun wieder ein, was du gerade angesprochen hast. Das waren ja gar nicht wir. Das war ja Kathi Witt, die heute so durch die
deutsche Werbung tanzt, aber Kathi Witt war ja gar nicht damals Bier. Ja, das war ja die DDR. Nein, die, also dieser Boykott, der Boykott der Russen, es hatte ja diese Vorgeschichte, die wir schon erwähnt haben. Also es gab einfach nur im Rahmen der internationalen Spannung. Ich glaube nicht, dass man die Olympiade an sich groß vertiefen muss, nur es war zum ersten Mal so und von daher hat es schon eine Bedeutung. Wir sind in einer Zeit, in der Thatcher in England regiert und Ronald Reagan, falls jemand nachgucken möchte, also ein Schauspieler, seit 1980 in den USA, wiedergewählt 1984. Und diese Zeit, in der wir uns befinden, das ist ja der Anfang eigentlich dieses endgültigen neoliberalen Zeitalters, das finde ich schon wichtig, dass man versteht, es war vorher ein bisschen anders. Also es war auch durchaus so Amateurveranstaltungen, Olympia, und die haben eigentlich immer nur Verlust gemacht bis zur Olympiade in Los Angeles 1984. Weil da durfte dann ja halt auf einmal Coca-Cola Sponsor sein, und wenn man heute sieht, dass alles zugekleistert ist, das war das erste Mal. Also dass man sagt, wir kommerzialisieren jetzt einfach alles. Auch die, das hat sich ja fortgesetzt in den Jahrzehnten danach, glaube ich. Ob wir das jetzt gut finden, weiß ich nicht, aber das war ja eine Zeitenwende. Darf ich, eine Zeitenwende, ja, damals ja, schon. Ja, wieder mal eine. Wenn ich das systematisch bestimmen sollte, müsste man mit dem Neoliberalismus ja eine Form von Erschließung von Bereichen für den Markt sprechen, die vorher dem Markt vorenthalten waren. Also dass man zum Beispiel, also jetzt den Sport kommerzialisiert, dass man die Bildung ökonomisiert, dass man das Gesundheitswesen, dass man auch überhaupt das Medienwesen kommerzialisiert. Insofern hängt das schon auch zusammen, ne, dass dieses Privatfernsehen in der Zeit eingeführt wurde, dass sich natürlich dann nicht mehr über Gebühren finanzierte und insofern vielleicht scheinbar unabhängig ist von staatlicher Steuerung, auf der anderen Seite aber unglaublich marktabhängig ist von Werbekunden und auch betrieben wird von Unternehmen, die ja jetzt nicht an einer Bildung der Bevölkerung interessiert sind, sondern vor allem an ihren Profiten, ne, kann man so sagen, auch wenn es dann immer natürlich so Pflichtveranstaltungen gab, wo man dann sich mit Bildungsprogrammen profilieren musste oder auszeichnen musste. Und da ist sicherlich interessant, auch die Rolle von großen Medienkonzernen mal anzugucken, etwa Bertelsmann und solche Leute, die dann bei RTL auch nach und nach eine Rolle gespielt haben oder auch Einfluss genommen haben auf die Gesetzgebung in Deutschland zu der Zeit. Mhm. Ja, das wird uns sicherlich durch die ganzen 80er begleiten und dann ja auch nach der nächsten Zeitenwende, also nach dem Ende des real existierenden Sozialismus. Aber wir sind schon, glaube ich, an einer entscheidenden Stelle. Deswegen habe ich diese Olympia-Veranstaltung, ist mir dann schon mit einem Ausrufezeichen aufgefallen, dass man sagt, das ist tatsächlich was anderes. RTL und Olympia in einem Jahr als Kommerzveranstaltung, die das übernehmen, was vorher in unserer Hand war und in Hand der Amateure. Also ich weiß, ich idealisiere ein bisschen, aber das ist schon eine Zäsur. Müssen wir noch einen weiteren Baustein benennen? Also wir haben eine Entwicklung der Medien, wir haben eine Entwicklung der Ökonomie, eine Transformation, und wir haben natürlich auch den Startschuss in die Digitalisierung. Ja, also der erste Apple-Computer, der im Jahr 1984 ja auch symbolisch erscheint. Und weißt du, zu welchem Preis er vertrieben wurde? Nee, das war der erste Apple Macintosh, ne? Ja. Der Macintosh, genau. Ja, nee, ja. Weiß ich nicht. Für 666 Euro, Dollar. Das ist schon mal viel. Naja, ich finde die Zahl ja auch nicht ganz symbolfrei, wenn ich das mal so in aller Vorsicht. Also es ist ja schon mal was Teuflisches, was damit aufgerufen wird. Und darf ich das mal, den Faden weiterspielen? Ich habe ja die Spiegeltitel mir mal angeguckt aus dem Jahr und habe dann was Schönes gefunden. Moment, muss ich mal sehen hier. Das ist hier. Ah. Kann man das sehen? Lies ja, mal vor. Ja, Revolution im Unterricht steht da, glaube ich, drauf. Genau. Computer wird Pflicht. Ja. Ach nee, das haben wir doch in der normalen Sendung gerade irgendwie als genau. Computer wird Pflicht. Aber ich lese mal vor. Alarm in den Schulen, die Computer kommen. Computer in alle Schulen an die Computer. Dieses Programm wollen die Kultusminister zügig verwirklichen. Ja, gut, das hat ja geklappt. Gott sei Dank, in Deutschland Geschwindigkeit schon damals. Gott sei Dank.
Du erinnerst dich an die Sprachlabore, der große Trend in der Fremdsprachendidaktik. Ja, man sitzt so an Tonbändern und hört irgendwas. Also die waren gerade irgendwie alle verrottet und wurden jetzt in Computerräume verwandelt, diese Klassenzimmer. Noch fehlt es an Rechnern und an Lehrern, die mit ihnen umgehen können. Mal wieder zu doof, die deutschen Lehrer. Sieht man heute auch. Auch gibt es Widerstand. Ach nee, damals ja, schon. So damals. Auch da ist mal so ein ewig gestrige, die. Es gab damals schon ewig gestrige. Ja, erstaunlich. Nee, aber das, okay, das wusste ich wirklich nicht. Also es gab dann 84, ich erinnere mich an meinen ersten Texas Instruments Rechner und den wollte auch schon keiner haben. Also die Eltern, so die ewig gestrigen. Aber es ist 40 Jahre her, dass wir diesen Titel schon hatten auf dem Spiegel. Genau, und jetzt geht es weiter. Was ist Prognose? Weshalb ich das so, das ist ja wie so eine Lavalampe jetzt journalistisch, dass man sich so was Altes anguckt, aber im Spiegel der Vergangenheit auch die Rhetorik von heute nochmal besser versteht. Es geht jetzt weiter in dem Artikel, großartig. Es wird über kurz oder lang neben Computern auch Hardware anderer Art für die Schüler geben. Ein Vorläufer ist der aus den USA importierte Roboter Hero One, der Arbeit nur zu Unterrichtszwecken simuliert. Das machen doch die Schüler, oder? Hero One. Besser, das ist der Hammer. Ich muss jetzt sozusagen die Tränen in den Augen der Schüler zu der Zeit vor Begeisterung vorstellen. Er bewegt sich ferngesteuert oder vorprogrammiert, greift mit seinem Arm Gegenstände, kann dank seiner Sensoren auch sehen und hören, singt das Volkslied Old MacDonald Had a Farm und erklärt sich in 50 Sätzen selbst. Also wenn mich damals was für die Computertechnik eingenommen hätte, dann ein Roboter, der Old MacDonald Had a Farm singt. Das, oder? Und jetzt kommt's, er kostet brutto 10.000 Mark. Damals gab es die D-Mark noch. Mhm. Und auch mit Rabatt wäre er für deutsche Schulen zu teuer. Vermutlich erst in einigen Jahren werden die Roboter den Computern folgen. Beeindruckend. Ja, und man merkt, es ist natürlich auch wieder ein Digital-Lobby getriebener Artikel, der eine Sachzwanglogik konstruiert. Und das Zeug, ich fand das auch spannend. Wir hatten auch Computerräume und haben dann da programmiert und so. Das war alles, ich fand das interessant. Da musste man ja auch was können, wenn man mit den Geräten was anfangen wollte. Aber diese Rhetorik, die sich hier aufbaut, finde ich schon ganz spannend. Ja, ich weiß nicht, ob das im richtigen Jahr jetzt sitzt, aber die Bemerkung will ich doch loswerden. Es hieß ja damals, zumindest das, was ich dann auch langsam entdeckte, hieß ja Personalcomputer. Ja. Erinnerst du dich? Das fand ich toll, diese Übersetzung. Was heißt ja eigentlich Personal Computer? Und das heißt ja mein persönlicher. Aber in Deutschland wurde das ja gleich zu einer wirklichen, ernstzunehmenden Arbeitsaufgabe. Also das war ein Personalcomputer. Stimmt. Wo ich weiß gar nicht, was ich besser finde, weil das eine verortet das Gerät ja im Bereich der ökonomischen Sphäre und lässt mich privat in Ruhe, während der Personal Computer, der dringt ja auch in mein Leben ein. Darf ich noch mehr Spiegeltitel zeigen? Ja. Okay, dann habe ich hier was Schönes. Also ich finde ja auch so die Weltuntergänge immer, die jedes Jahr so bereithält. Ich habe hier einen Spiegeltitel aus dem Beginn des Jahres. Ja, das ist also, sieht man das? Ja, saurer Regen, Lebensgefahr für Babys. Das muss man ein bisschen einordnen. In den 80er Jahren war es ja üblich, dass man Babys im Kinderwagen immer nach draußen traut, wenn es geregnet hat. Mhm. Das war, damit die so ein bisschen frische Luft bekommen und auch sauber werden. Man hat ja damals auch wegen dieses Afghanistan-Krieges ein bisschen Energie sparen müssen und so weiter und hat die rausgestellt. Und dann war halt so, dass die Babys, wenn man die reingeholt hat, die zum Teil waren die so mit Rost überzogen, andere waren auch so komplett abgeätzt, da war das Fleisch von dem Körper so runter, da lag dann nur noch so Skelett im Kinderwagen. Und das hat der Spiegel knallhart recherchiert. So war das, richtig. Ja. Ja. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung? Es war jedenfalls so, dass aufgrund der starken Umweltkatastrophen, die in den Wolken sich verdichtet haben, regnet es doch dann Säuren, so Salzsäure und so weiter. Und dafür musste man seine Babys natürlich schützen. Also ernsthaft wurde da, glaube ich, irgendwann so ein Syndrom konstruiert, so ein Atemwegssyndrom. Ich glaube, so ein Vorläufer von Corona. Und was ich auch sehr schön finde, Apokalypse des Jahres. In der Vorweihnachtsausgabe, der Schwarzwald stirbt. Ja? Das ist das. Also, jetzt mal ganz kurz, ganz langsam. Also jetzt 40 Jahre vor Peter Wohlleben. Dieser Titel eben,
also saurer Regen Gefahr für Babys. Das ist aber schon die Eskalationsstufe 2, oder? Also erstens wäre es doch saurer Regen Gefahr für die Bäume. Das war wahrscheinlich ein paar Jahre vorher, oder? Ja, ja. Gab es denn da schon eine Impfung gegen die Folgen? Für die Babys? Für die Bäume oder für die Babys? Nein, für die Babys. Wäre eine gute Frage. Müssen wir mal weiterverfolgen. Also jedenfalls das heute machen. Ja. Ja, aber auch der Schwarzwald stirbt. Ich meine, das ist ja heute, wenn man da durchgeht, sieht man ja wirklich nur noch Gestrüpp und braunen Wald, und es ist ja wirklich alles tot. Also das heißt, wir haben hier auch schon das große Narrativ, der Deutsche und sein Wald, das Öko. Und natürlich, also was natürlich auch wieder klar ist, man besetzt die Zeit, wo die Leute jahreszeitlich eigentlich mit anderen Dingen zu tun haben sollten, nämlich Weihnachten und sich freuen und eine Assoziation von Geborgenheit, Tradition, Brauchtum und so weiter haben sollten, dann erzählt man jetzt rein den Niedergang des Waldes, die große Schuldthematik, der Mensch und so weiter. Also ich will nicht sagen, dass es da keine ökologischen Probleme gab und dass es nicht auch gut war, manche von denen anzugehen. Mhm. Ich mag nur diese Apokalypse-Rhetorik nicht, die da wieder zum Vorschein kommt. Ja, auch da wieder der Schulterschluss mit der etwas jüngeren Generation vielleicht. Also deswegen finde ich das schön, dass du die Titel mal hochhältst. Das ist das, was ich immer sagen möchte und auch immer wieder sagen werde. Wir waren ja auch mal genauso alt wie ihr heute, also zu den Jüngeren. Und die Mechanismen von Spiegel und so weiter, die waren damals ähnlich wie heute, nur sind es heute viel mehr Lautsprecher und Verstärker. Aber uns da in Angst und Schrecken zu versetzen, also ich finde das schon ziemlich gut und zeitgemäß, also die Verbindung zwischen saurem Regen und deinen rostigen Babys. Dass man sagt, deswegen frage ich auch nur, gab es denn da hier auch einen Vorschlag, wie man das abwenden kann? Heute würde man medizinisch intervenieren. Um das nochmal auch zu, das weiß ich, das ehrlich gesagt müsste man das mal ausführlicher recherchieren, aber so einfach auch, wie ich das dann niedergeschlagen in Alltagsdiskursen hat. Also das saure Regenthema war tatsächlich dass wir im Philosophiekurs diskutiert haben, ob ein Leben mit Gasmaske an seiner Glücklichkeit hindern könnte. Also wenn man sein Leben komplett mit Gasmaske verbringen würde, also eine Impfung hat man noch nicht gedacht, aber die Gasmaske zumindest, das hat man dem Baby ja gerade auch aufgesetzt. Mhm. Also da waren wir alle in Angst und Panik und haben den Ökodiskurs auch internalisiert und sicherlich auch beigetragen zum Heraufkunft dieses Phänomens der Grünen. Mhm. Was ich interessant fand, ist, dass wir dann auch im Philosophiekurs von unseren Lehrern gefragt wurden, sag mal, was könnten wir denn mit dem Computer anfangen hier eigentlich in unserem Unterricht? Was könnte das bringen? Und wir saßen da und sagten, wofür könnte man so einen Computer mal brauchen? Mhm. Uns ist nichts eingefallen. Der hat nicht gefehlt. Ja, also wir mochten Informatikunterricht und sowas als Gegenstand und auch Programmieren, so als Spielzeug. Aber dass wir dachten, der fehlt jetzt und ohne den ist Pädagogik nicht mehr denkbar, da hatten wir keine Idee. Naja, ihr hättet ja damit zumindest das Waldsterben beenden können. Da hätte ja auch ein Lehrer mal vielleicht die Verbindung herstellen sollen müssen. Wenn den Schülern das schon nicht einfällt. Kann man mit Computern das Waldsterben beenden? Weiß ich nicht, aber du willst sagen, also da hast du recht, das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten damals nicht das Gefühl, dass das Ding uns vorher gefehlt hat und auch als es den Computer gab, dann eigentlich auch nicht. Und zum Glück hat ja der Spiegel Entwarnung gegeben. Wenn so ein Ding, das Old McDonald's singen kann, 10.000 Mark kostet und erst in 20 Jahren verfügbar ist, können wir uns ja wieder hinlegen. Was konnte der 50 Sätze an Old McDonald's singen? Ja, das Ding ist wie unser Schulleiter damals. Er konnte auch nicht viel mehr. Ja, heute wäre er Bildungsminister, ne? Ja. Bloß, dass er nicht mehr Old McDonald's singen kann, ja. Apropos Singen, Modern Talking wurde gegründet in 1984. Na, das war ja mal eine scharfe Wendung. Modern Talking. Lass uns einmal durch die Charts gehen. Für ältere Menschen, Clemens erinnert sich nicht, aber Modern Talking wurde gegründet. Ich weiß, dass Mark Zuckerberg zur Welt gekommen ist, das gehört hier gar nicht her. Und wer war denn in den Charts? Was? Ja, bei Modern Talking finde ich interessant, dass das damals ja schon Retro war, weil eigentlich war es ja die Postmoderne. Da müsste man eigentlich die müssten eigentlich Postmodern Talking heißen, aber gut, die hieß noch Modern Talking. Ansonsten, wer war noch in den Charts? Da bist du sicherlich bewanderter. Also ich habe noch Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ja? Mhm. Habe ich auch nicht verstanden, worum es da geht inhaltlich. Mhm. Wollen wir auch nicht drüber sprechen? Nee. Wen haben wir denn noch?
Nein, das ist jetzt wirklich nur für Menschen, die wie wir dann so kurz eine Zeitreise antreten. Ich konnte mich überhaupt nicht erinnern an diese Charts und habe zur Kenntnis genommen, dass Laura Branigan mit Self-Control auf Platz 1 der deutschen Charts stand. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dieses Stück danach nochmal gespielt hat. Oder? Ich stehe manchmal sogar nachts auf und wenn ich dann auf dem Weg zum Kühlschrank, ja, wo ich mir die Joghurette raushole, unterwegs bin, schalte ich mir doch mal, ja, Laura Branigan ein, weil ich, okay, die Frage der Selbstkontrolle im Hinblick auf den Konsum von Süßigkeiten natürlich. Mm, ja, also zwischen dem und Relax stand dann noch ein deutscher Titel in den deutschen Charts, das war Jenseits von Eden, auch das werden wir natürlich verlinken. Und dann gab es aber, was auch die Geburtsstunde von Herbert, ne? Also jedenfalls in der Öffentlichkeit. Männer, nimm mir den Arm. Ja, du kannst es ja gut. Ich war auf dem Konzert sogar, ja. Ja, ich auch, du, mehrfach. Ehrlich? Das war ja diese Phase zwischen, die ganz Alten erinnern sich an Grönemeyer als Schauspieler und die ganz Jungen als Impfeinpeitscher. Und dazwischen hatte er doch so eine Phase, wo er uns sehr begleitet hat, oder? Und die Stadien. Ja. Dich nicht? Ich weiß nicht. Also ich fand ihn, irgendwie fand ich ihn immer schon ein bisschen peinlich. Mhm. Und ich war zu der Zeit ja auch schon auf dem Weg zum Nachwuchslyriker und habe mich mit seinen Texten kritisch auseinandergesetzt. Und die waren ja immer schrecklich. Die waren ja immer schrecklich. Das war ja immer. Was ist denn an Flugzeuge im Bauch schrecklich? Findest du, dass da irgendeine Metapher ein bisschen schief ist? Das ist alles schief. Alles schief. Das ist peinlich. Aber das ist doch die Kunst. Das ist doch die Kunst von Herbert. Ja. Oder nicht? Der bekommt einen kleinen Grönemeyer-Exkurs. Also, Kinder an die Macht. Ja, auch das war ja aber immerhin verständlich. Aber Flugzeuge im Bauch war doch sowas, wo man sagt, das kann man doch gar nicht benutzen als Metapher. Es hat ja gut funktioniert. Und das er wollte ja die Schmetterlinge gewissermaßen eskalieren, ja, und hat, ja, sie ja. Mhm. Genau. Weil ja Flugzeuge dann aber nun eindeutig nicht irgendwie so ein wohliges Gefühl machen, im Gegensatz zum Schmetterling. Ja. Aber ist mir auch nicht so ganz klar gewesen, aber das Eskalieren. Ja, ist ja die Frage, ob das überhaupt noch geht. Also du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Sprachveganismus und Schmetterlinge im Bauch. Das geht natürlich heute nicht mehr. Geht natürlich heute überhaupt nicht mehr. Ne? Würde ich ja sagen, muss auch auf den Index. Ja, vieles von dem geht heute nicht mehr. Nee aber dieses Männerlied, das müssen wir vielleicht, ich weiß nicht, ich meine, war dieses Wende Merian und Märchenprinz und Gedöns und dieser ganze Scheiß, wo der uns ja sozusagen als Testosteronblocker in die Seelen gespült wurde, dass wir irgendwie unsere Männlichkeit durch besondere, ich glaube, der Softie hieß man damals, wenn man so ein bisschen so als Frauenversteher sich unterdrückt hat, oder? Teestubenhocker war und dann irgendwie diese. Warst aber du was das? Ist denn die. Ja, natürlich. Natürlich, ja, ich nicht. Ja. Ja, hast du alles richtig gemacht. Ich hab den ganzen Scheiß ja geglaubt. Ja. Und hab versucht, auch diese Botschaft so als Botschaft an mich zu dechiffrieren. Aber was soll das eigentlich? Was ist denn eigentlich dieser Sinn dieses Männerliedes? Was sollte der Scheiß? Ich habe sogar den Text vergessen, aber Männer sind einfach was? Entbehrlich? Nein. Genau. Unersetzlich. Unersetzlich. Ja, also dann in einer pseudo-ironischen, pseudo-ironischen Art und Weise. Also es war, was sollte das? Aber das hat sich doch dann gut gehalten. Also ich meine, dann siehst du auch da wieder diesen Sprung über 40 Jahre. Also dass wir damals schon dieses Männerbashing, das war ja schon gesellschaftsfähig. Sehr. Genau, also die Dekonstruktion der Geschlechter hat da begonnen, würde ich schon sagen. Und zwar erstmal auf der Basis von legitimen Verwerfungen. Ich fand ja, also das männliche Vorbild meines Vaters, das war ja für mich auch keines. Also sozusagen dieser autoritär frustrierte Typus, den wollte man ja nicht. Und was blieb dann noch anderes übrig, als sich in die Teestube zu setzen und Frauen zu verstrehen? Also heute hätte ich wahrscheinlich einen Menstruationsblock betrieben, aber das gab es ja damals noch nicht. Schöne Formulierung. Matthias hat einen Menstruationsblock. Ja. Und das kommt dann auf das weiche oder harte G an, zu welchem Gender du jetzt gehörst. Beides. Ja, gut. Ja. Nee, aber das Gott. Ist schon noch eine Diskursivierung von Geschlechtlichkeit hat da begonnen. Dann haben wir noch ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du noch bei den Charts bleiben möchtest, sonst könnte man jetzt auch zu dieser Kiesling-Affäre übergehen. Ja, bleib ruhig noch bei den Charts, wenn du da noch einen Titel für mich hast. Also ich habe ja Dr. Mabuse, Propaganda, habe ich sehr geliebt. Ja, das passt. Düsseldorfer Band, produziert von Trevor Horn, internationales Format, hat mir sehr gefallen.
Ja, das werden wir jetzt ausnahmsweise wirklich mal ernst nehmen. Wir machen ganz, ganz viele Links, weil wir es ja hier nicht spielen dürfen. Aufgrund von gewissen Fragen, die wir ans Urheberrecht haben, aber eben das Urheberrecht bitte nicht an uns. Deswegen werden wir das verlinken, ja. Auch Dr. Mabuse, war das in dem Jahr? Mhm. Wow, okay. Das wird dann gleich nochmal angehört. Hast du noch mehr Charts oder muss das reichen? Ich habe ehrlich gesagt gekramt und so in Charts und Fernsehen und so Sachen. Ja, Büchercharts. Ja, hab ich nicht gelesen. Hätte ich noch. Bitte? Haben wir doch nicht gelesen, oder? Nee, die haben wir nicht gelesen, aber wenn man mal guckt, was ist, Sorge dich nicht, lebe. Ja, das war ja immer eher auf Platz 1. Ja, das war immer auf Platz 1. Dann Filmcharts, war ja auch irgendwie die Gremlins, Police Academy. Mhm. Was habe ich denn noch? Ja, ich glaube, das habe ich das meiste. Hätte ich das schon, ja. Na, ich bin natürlich, das, wenn du mir das erlaubst, drüber gestolpert. Ich habe dann auch nochmal ins Fernsehen geguckt und jetzt werden alle sich wieder fragen, was lief denn im Fernsehen? Es lief dann zum Beispiel Heimat, auch das war, glaube ich, für Ältere ganz gut. Edgar Reitz. Für mich damals nicht, weil ich halt zu jung und zu albern war. Aber was ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann, ist, dass im Öffentlich-Rechtlichen sowas produziert wird und läuft wie Pogo 1104. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das durfte ich nicht gucken, da war ich schon im Bett. Ja, das war nee, was ist das? So eine Piratensender-Verherrlichung. Oh. Also das war einfach so, dass die Öffentlich-Rechtlichen schon auch ihren Auftrag insofern ernst genommen haben, dass sie, wir können auch mal was Subversives machen. Also man darf auch mal gegen den Staat, natürlich wollen wir das nicht die ganze Zeit verherrlichen, aber das war einfach so ein Roadmovie von zwei Jungs, die im VW-Bus einen Piratensender betreiben. Oh. Also vergleichbar wären ja heute irgendwie die Idealisierung von Impfgegnern in der ARD zur besten Sendezeit, nicht Jahreszeit. Und ich will auch erwähnen dürfen, dass ich damals Douglas Adams entdeckt habe, denn da gab es die BBC-Serie im Fernsehen 1984, Per Anhalter durch die Galaxis. Wer da mal reingucken möchte, das macht Spaß. Es gab damals auch einen. Ja, der Sefford Babelbrooks hatte diesen komischen Zweitkopf da, den fand ich irgendwie technisch nicht so ganz glücklich. Nein, das stimmt. Das war alles technisch nicht so ganz glücklich, aber es war ja immerhin, hat es uns das ja näher gebracht. Weil als Buch gab es das ja schon ein, zwei Jahre länger. Ja, ich habe mit dem Buch angefangen und deshalb war ich von der Serie enttäuscht. Aber, ja, verstehe das. Hast du das Text Adventure auch gehabt? Sonst hört ja keiner zu. Es gab ein Text Adventure für den Computer. Mhm. Man musste immer graben, glaube ich, oder? Man musste vor allem, es war ja so einfach, man musste die richtigen Antworten einfach finden und die richtigen Fragen stellen und nur Text. Meine Güte, ja, okay. Magnum lief 84. Richtig, kein Eis, sondern ein Privatdetektiv. Genau, auf Hawaii mit Ferrari... Testosterona oder so ähnlich hieß der, oder wie? Was ich gerne machen würde mit dir, für sogar junge Menschen und auch uns Alte. Wir waren doch 84 fast enttäuscht oder irgendwie, dass 84 nicht 84 war. Also ich war so enttäuscht. Ja, Orwell war ja nun Thema für uns gewesen, auch schon vorher und auf 84 zulaufend und eigentlich war dann ja große Enttäuschung, Ernüchterung oder auch, naja gut, ist ja zum Glück nicht so. War das bei dir auch so? Man hat sich einfach vertan. Ja, ich war super enttäuscht. Ja, das stimmt ja alles gar nicht. Ich habe 82 das Buch gelesen und dachte, na, jetzt müssen sie sich aber schon ranhalten. Mhm. Und das Problem war, glaube ich, aber auch, dass man die Arten und Weisen der, man dachte, das ist ja so ein bisschen wie man die Wiederkunft des Nationalsozialismus ja mit dem Aufkeimen von bestimmten absurden Handbewegungen, Stimmlagen und Gesichtsbehaarungen verknüpft und denkt, solange das nicht der Fall ist, kann es kein Totalitarismus sein. Ne? Also das ist ja das große, große Missverständnis, dass man sozusagen die äußere Folklore mit dem Wesen vermischt oder verwechselt. Und insofern, wenn man jetzt mal genau hinschaut, war 1984 natürlich schon ganz schön viel 1984, aber wir haben es nicht durchschaut, weil wir dachten, das muss so aussehen wie bei Orwell, auch im Phänotypus. Mhm. Na, ich finde nur, diese 40 Jahre Brücke da mal zu bauen, das heißt, wir sprechen ja heute wieder über 84. Du weißt, dass unser Bundesrobert ein Vorwort geschrieben hat für die Neuübersetzung. Ach, das ist ja passend. Ja. Ja, das ist insofern ganz beeindruckend, weil er da ja auch einige Wolten hinbekommt in seinem Vorwort. Also
die uns als Feinde der Demokratie ausmacht dort. Und da muss ich mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Ja, also er kritisiert nicht die Sprachverbote in Deutschland, sondern dass es Leute gibt, die sich über Sprachverbote beschweren. Das finde ich schon eigentlich ganz beeindruckend. Also im Sinne von Neusprech und Doppeldenk, was er da, ohne es zu merken, im Vorwort hinlegt. Was mir auffällt in der Diskussion auch heute noch, ist, dass man sagt, das ist ja totalitär. Es geht da ja nur um Totalitäres und Big Brother und ihr werdet den ganzen Tag überwacht. Da sind wir sicherlich näher dran als damals. Aber was mir damals wie heute völlig unter den Tisch fällt, ist, dass es eigentlich um Sprache geht und um die Instrumentalisierung von Sprache als Herrschaftsmittel. Da bist eigentlich du mitten in deinem Thema, weil, soweit ich mich erinnere, ist der Held der Geschichte, Winston, ein kleiner Arbeiter, der dafür zu sorgen hat, dass die Nachrichten immer so angepasst werden, umgeschrieben werden, dass Geschichte immer so umgeschrieben wird, dass sie zu den Nachrichten passt. Und das ist eigentlich etwas, wo wir jetzt tatsächlich mittendrin sind, was aber auch bei der heutigen Diskussion über 84 mir zu weit unter den Tisch fällt. Also das wird verkürzt auf ja totale Überwachung. Auch. Aber das war doch das, was Orwell damals schon richtig hat kommen sehen, dass die Herrschaft über Sprache funktioniert. Und ich finde, deshalb fangen wir ja auch mit 84 an, mit unserer Reihe hier. Kann man gar nicht hoch genug hängen. Wir sind doch ein Stück weitergekommen. Oder nicht? Also das schließt den Kreis zu den damals noch vorhandenen Öffentlich-Rechtlichen, einer gewissen Meinungsvielfalt, und das kann man ja auch anders sagen. Und ich denke, wir sind heute sehr nah an dem, was Orwell befürchtet hat. Absolut. Plus ein bisschen Huxley. Ja, genau. Und die Bausteine, die findet man in dem Jahr ja schon vor. Die DNA der von 2023 oder 24 ist ja 1984 schon gewissermaßen gentechnisch in den kulturellen Code eingeschrieben. Also wir haben die Digitalisierung, wir haben die Ideologisierung, wir haben die Diversifizierung der Geschlechter, wir haben die Expansion der Medien im Verhältnis zur Realität, das passt schon, aber was wir eben, und da bin ich dir sehr dankbar, dass du das erwähnst, dass wir die Herrschaft über den Geist im Medium der Sprache, dass wir das ernst nehmen, das haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt damals, weil wir auch sehr sanft regiert wurden da damals schon. Also ich meine, auch da gab es ja sicherlich erste Versuche, von diesen Mitteln Gebrauch zu machen. Aber das hatte noch ein bisschen was Holzschnittartiges und Grobes, und vielleicht hielt man sich damals auch für naiv geschützt davor, weil man ja immer auf der Seite der Guten war. Ich glaube schon, dass du auch geschützt warst, also durch eine gewisse Vielfalt, eine Pluralität, dass man sagt, es gibt dann rechts und links, und Frankfurter FAZ ist rechts und die FR war, glaube ich, links, und das galt ja eigentlich überall. Oder? Täusche ich mich? Jetzt hilft mir mal meine Erinnerung. Weil das, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, ist für mich dermaßen Orwell. Also, dass du sagst, du deutest den Begriff Verschwörungstheoretiker komplett um. Es war ja schon von der CIA beim Kennedy-Mord schlimm genug, dass sie das so diskreditiert haben. Aber was jetzt in den letzten Jahren passiert mit diesem Querschwurbeln und so weiter und wie weit es sich in den Köpfen auch festmacht und man dann durch die dauernde Umetikettierung der und Umerzählung der Geschichte schon gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich da vorgefallen. Also außer, dass da war ja diese fiese Pandemie und das war richtig, dass wir uns alle in lustige Nervenkrankheiten geimpft haben. Musste ja sein. Das ist mir beim nochmal drauf gucken aufgefallen, dass wir es eigentlich heute zu wenig auf dem Schirm haben, auch wenn es ein Ausflug ins Jetzt ist, dass man wirklich sagen muss, da auch die Gedankenverbrechen sind bei Orwell ja schon angesprochen. Zum Thema Geschichtsklitterung fällt mir noch ein Beispiel ein, auch aus dem Jahr tatsächlich. Also wir haben ja damals den Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu unserem repräsentativen Staatsoberhaupt wählen lassen durch die, wie heißt diese Wahlversammlung dafür. Und der Mann hat ja auch... Elternabend. Glaube ich. Ja. Den muss ich erstmal auskosten. Genau,
Nein, der Richard von Weizsäcker, unser bester Bundespräsident aller Zeiten. Der ja auch mal so als Vorzeigeintellektueller galt und interessant, sich auch mit der Familie mal zu beschäftigen. Da gibt es ja auch noch Angehörige, die sich im Klimabereich engagieren. Gibt es Verknüpfungen in die Odenwaldschule hinein. Und was, er war ja bei Böhringer Ingelheim in der chemischen Industrie und die war einer der, glaube ich, 8 Geschäftsführer mit persönlicher Haftung. Und die hatten tatsächlich eine Dioxingeschichte zum einen, die sie auch selber aufgearbeitet haben und waren auch beteiligt am Vietnamkrieg bei der Herstellung von oder Produktion von Zusatzstoffen für Agent Orange. Ich glaube, dieses Aroma, dieser Duft. Also das heißt, da ist auch jemand, der so als Saubermann beschrieben wurde und dieser ganze Teil der Geschichte, der spielte keine große Rolle. Und merkt man auch, wie uns damals natürlich das Marionettenkabinett vorgestellt wurde an Politikern, die irgendwie ja staatstragend und meinungsbildend uns an der Nase rumgeführt haben. Das ist eine Stelle, an der ich am liebsten jetzt eine Klammer sprechen würde mit dir zusammen. Für den jüngeren Zuschauer, der uns zuhört, Clemens, weil vielleicht jemand nicht weiß, also Richard von Weizsäcker war unser Bundestagspräsident, was Matthias Bundespräsident. Eben, Bundespräsident, Entschuldigung, das löschen wir, das weiß ich, unser Bundespräsident. Und Agent Orange, ja, das müsstest du vielleicht doch erklären. Der sich als Orange verkleidet hat, genau, um die Ho Chi Minh. Das war nicht etwa ein Geheimagent. Böhringer Ingelheim war eine Chemiefirma. Ich habe jetzt dazugelernt, weil ich das nicht wusste, Matthias, dass Herr von Weizsäcker damit im Vorstand und in Verantwortung war. Und du behauptest, Böhringer Ingelheim wäre auch beteiligt gewesen an der Herstellung des Entlaubungsmittels Agent Orange, das im Vietnamkrieg, ich habe immer so einen kleinen Kanister davon in der Garage, massenhaft eingesetzt worden ist gegen den Vietcong. Der Vietcong war der Gegner der Amerikaner. Du merkst, ich versuche hier gerade. Entschuldigung. Wo, jetzt ist es genau das, was ich vorhin meinte. Die älteren Zuschauer sagen, ja, das weiß ich doch alles, Sven. Und die jüngeren sagen, hoffentlich, das habe ich immer noch nicht verstanden. Aber ich könnte es jetzt zumindest nachschlagen. Wir sollten es einfach lassen. Das ist mir Die einen langweilen sich zu Tode und die anderen können nichts damit anfangen. Ja. Ja, das ist ja, ich will das auch jetzt nicht überstrapazieren, weil es gab ja auch ein Attentat auf einen Weizsäcker Familienangehörigen, das motiviert war durch Vorurteile gegen diese Familie. Also davon möchte ich mich natürlich ausdrücklich distanzieren. Das ist einfach nur so, dass wir hier sehen, man könnte auch noch mal eine Generation zurückgehen und sich angucken, was die Weizsäcker Familie alles so sozusagen an Schlüsselorten der deutschen Geschichte des ganzen 20. Jahrhunderts für eine Rolle gespielt hat. Nur so als Hinweis mal. Ja, wir können ja nicht so weit zurück, weil wir können ja nur zu unseren Lebzeiten in die Vergangenheit und in den Zeittunnel gucken. Also bis zum... Na gut, da musst du mal eine Sondersendung über die Weizsäckers machen. Das wird dann auch sofort gesperrt. Tja. Ja, gut. Kiesling. Kiesling haben wir vergessen. Ja, ich wollte jetzt gerade irgendwie in den Sonnenuntergang reiten, was man damals gemacht hat. Mach mal Kiesling, ja. Wer war denn Herr Kiesling? Wer war denn Herr Wörner? Was ist denn da passiert? Manne Wörner war unser Kriegsminister. Richtig. Die hießen irgendwie anders damals und im Kabinett Kohl. Ja. Und hatte Informationen erhalten, dass einer der führenden Generale, nämlich Herr Kiesling, erpressbar sei aufgrund eines damals als Charakterdefizit gehandelten sexuellen Desorientierungsphänomens. Es wurde der Vorwurf gemacht, er sei homosexuell. Mhm. Das müssen wir da am Ende auch noch einordnen, warum das irgendwie schlimm sein soll, dass jemand homosexuell ist und warum der erpressbarer ist als jemand, der heterosexuell ist. Das hat sich mir auch schon damals nicht erschlossen. Mhm. Und dann gab es wohl eine knallharte Recherche, da müsste man im Grunde mal einen Film drüber drehen, im Kölner Schwulenmilieu, und da wurden Bilder gezeigt und dann wurde gesagt, ja, irgendwie so Jürgen oder Günther oder so konnte heißen, irgendwas mit Ü oder so, und dann galt der arme Mann als überführt. Und irgendwelche Schweizer Schauspieler haben sich noch als Kronzeugen empfohlen. Es gab also einen Riesenskandal. Wobei letztendlich nichts dran war an der Geschichte offensichtlich, und daraufhin der Verteidigungsminister Manfred Wörner unter Druck geriet.
Ich hoffe, ich sage das jetzt alles richtig. Ja, das hoffe ich auch. Was nicht dazu führte, dass er dann nachher nicht noch NATO-Generalsekretär geworden ist. Ne? Also das kann man ja immer noch werden, auch mit so einer Vorgeschichte. Und ja, was sagt uns das? Ja, was ist ich höre dir jetzt interessiert zu und würde daraus jetzt den optimistischen Schluss ziehen, dass das ja heute schon viel, viel besser ist. Ja, heute bist du ja erpressbar, wenn du heterosexuell bist, ja, in der Bundeswehr. Na gut, ja, das Pendel ist da vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung jetzt übers Ziel hinausgeschossen, aber gut, also das Also insofern freue ich mich schon, dass diese Emanzipationsbewegungen so einen Blödsinn aus der Welt geschafft haben. Also das muss man ja schon mal sagen. Also da, das meine ich. Ehrlich gesagt, geht das ja keinem Menschen was an. Ja, das meine ich. Das da berechtigt irgendwie tatsächlich, finde ich, auch in Richtung unserer jüngeren Zuhörer. Es gab eine Zeit, eine finstere Zeit, so circa 1884 oder vielleicht war es auch 1584 oder 1984, als man wegen sowas dann, weil man eben homosexuell war, irgendwie sein Amt und Würden verlor. Gebe ich das richtig wieder als General? Weil, ja, nicht wegen der Homosexualität, nein, sondern weil man natürlich erpressbar wird. Das ist ja das Problem. Aber also die Homosexualität, der hat gegen das. Da war man ja sehr tolerant. Ja, unheimlich, ja. Aber nein, komm, das ist doch... Da sind wir doch ein bisschen weitergekommen. Nee, das ist doch die unglaubliche, das ist schon eine ekelhafte Scheinheiligkeit. Also das ist das Interessante, weshalb man vielleicht irgendwann auch verstehen kann, warum so viele Leute auf diesen ganzen Gender-Kram und so reinfallen, weil es ein legitimes politisches und moralisches Defizit in der Diskriminierung von Menschen mit sexuellen Überzeugungen gab. Ja, das war eine peinliche Geschichte. So, jetzt sind wir also versöhnt mit der Jetztzeit. Ist das nicht schön? Ich bin alles andere als versöhnt mit der Jetztzeit. Das ist wohl eine Provokation meinerseits. Okay, in diesem einen Punkt fast annähernd 30% versöhnt, mit dem Rest nicht. Man hätte es belassen sollen bei dem, was dann also 80er, also ich meine, das werden wir in der Sendung über die frühen 80er, wir werden ja diese ganze AIDS-Thematik mal sicherlich aufarbeiten. Das ist auch ein super spannendes Thema, weil wir auch da ähnliche Akteurskreise und Agitationsmuster finden wie bei der Corona-Zeit. Also AIDS ist ja auch eine wunderbare Diskursformation gewesen, um Macht und Transformationen vorzunehmen. Aber das ist eine andere Sendung. Genau, wir springen jetzt lustig durch die Jahre und die Epochen und auch wenn das jetzt völlig unpassend an dieser Stelle kommt, erstmal haben wir uns jetzt, glaube ich, vorgenommen 1977 für in circa ein, zwei Wochen. Mhm. Ich habe mich ein bisschen geärgert, wenn ich einmal zeigen darf, dass wir gar nicht vor einer Fototapete sitzen, sondern vor einem echten Regal. Du natürlich auch. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass das hier 85 war. Erinnerst du dich daran? Natürlich, ja, habe ich auch. Okay, aber ne, also ich halte es wirklich mal in die Kamera, weil das ist kein so ganz neues Thema. Und mich hat gewundert, ich dachte, es wäre 84 gewesen. Mhm. Nein, das ist 85. Aber wir amüsieren uns zu Tode, war damals doch bemerkenswert. Das ist schon 40 Jahre her, das machen wir in der 85er-Sendung. Ich hoffe, die kommen bald. Ja. Ich fand Herrn Postman beeindruckend. Ich auch. 40 Jahre her. Ach, das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Gut, okay. Dann gehen wir, reiten wir den Sonnenuntergang. Das war mir eine große Freude. Ich höre jetzt die alten Platten nochmal alle. Mhm. Und ich steige in den Ferrari Testarossa und fahre. Ja, durch Hawaii. Testarossa, Testarona. Verstehe. Gut, wir halten das Motto fest. Vergesst die Zukunft nicht, oder? Ich glaube, wir sollten optimistisch versuchen, nach vorne zu gucken, über dieses finstere Tal. Absolut. Schauen, wo wir rauskommen. Es war mir eine Freude. Mach's gut. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.